deshalb ist so gewählt, dass Pointillismus eigentlich nicht die korrekte Bezeichnung ist, sondern nur ein Hilfsbegriff für seine technische Nutzung von Punkten im Bild. Wir haben das jetzt unter dem Begriff gefasst, weil es uns so als Stichwort auch gut im Picasso Project zu finden ist. Hier ist eines der ersten Werke, die tanzende Zwergin, das wir gestern gefunden haben, wo eben Picasso schon in die Richtung Farbauftrag punktförmig geht. Da haben wir festgestellt, dass er sich da wohl eher an Van Gogh orientiert hat und das halt eben diesem Einfluss zuzuschreiben ist. Dann hier unsere wichtigsten Beispiele, die Absinthgläser. Sechs Stück. Und hier ist halt die Frage, Picasso hat hier sechs Bronzeabgüsse machen lassen von den Absinthgläsern und hat die aber alle farblich verändert. Stellt sich halt die Frage, woher kommt das, dass er auf diesem Bronzeabguss verschiedene Farben aufträgt, was will er damit bezwecken? Es sind immer andere Farben, jede Skulptur an sich ist gleichwertig überzeugend. Also hat er da praktisch die Farbe genutzt, um etwas zu verändern, und dementsprechend ist eben ja Frau Drucks Idee oder These auch, dass Picasso hier ganz bewusst durch die farbige Fassung eine Formveränderung anstrebt. Jetzt sind wir im Jahr 1917. Zwischen 1914 und 1917 entwickelt Picasso ganz oft sehr dichte und farbstarke Bilder. Ich habe jetzt auch rausgehört, dass eben, wenn Picasso Öl auf Holz, also mit Ölfarbe auf Holz malt und die auch sehr klein sind, diese Bilder, dann hat das für ihn eine besondere Bedeutung, dann entwickelt er halt an dieser Art von Bildern noch etwas. Und dementsprechend ist das halt auch ein besonderes Werk, wo man halt erkennt, dass er sich wieder mit der Farbintensität und dieser Punktierung, also diesem Pointillismus im Bild auseinandersetzt. Sind wir im Jahr 1950 angelangt. Genau, und das ist halt jetzt ein Beispiel dafür, dass Picasso diese Farbpunkte weiterentwickelt, also die Idee der Farbpunkte in jegliche Art der Formierung und so weiter funktioniert, weil das hier ja schon fast wabenartige Punkte sind, die er im Medium der Linolschnitte nutzt. Genau, und zu guter Letzt, das ist jetzt in seinen letzteren Schaffensjahren ein Bild. Wird ein Musketier dargestellt, wo man dann an ein Selbstporträt von ihm denken muss. Bis in seine letzte Werkphase hinein nutzt er halt auch immer noch die Idee dieses punktierten Farbauftrags. Diesmal im Hintergrund ist es aber schon fast gestisch, also fast schon Striche zum Teil, also keine reinen detaillierten Punkte mehr. Und und man könnte halt sagen, da das jetzt so spät in seiner Schaffensphase hergestellt worden ist, dass er da in diesem Bild auch nochmal zurück, also reflektiert über das, was er in den ganzen anderen Jahren getan hat, und auch wiederum diese Punkte nutzt, eben um eine Wirkung zu erzeugen und diese Punkte für sich eben nutzt. Na, jetzt habe ich hier noch eine auf Englisch geschriebene Zusammenfassung meiner Kommilitonen entdeckt. Und die lese ich jetzt mal vor und bin auch interessiert, was da steht. Okay. 1914 is a very important year with respect to Picasso's work. He creates new series, colored collages and reliefs. He uses cubism constructions and fragments of daily things in life and takes characteristics of surrealism. Later, in 1917, he creates costumes, sceneries, and, for example, the glasses. At this time, he first met the dancer Olga Koklova. Picasso is a painter of cubism, classicism, pointillism, and surrealism, I think. The development shows that Picasso referred in his later work to his work in the past, wie bei diesem Beispiel zu sehen. Pointillism is based on intuition and rapidness. Picasso mixed only neighbored colors and brightens them with white. He works present aware
coincided design without any coincidence of nature. 1917, he turned away from Cubism because it developed into an artificial art with no reference to the logical work he intended to do. So he began to deal with surrealism. Only after immigration, he takes references to his earlier works. Matisse, his friend, influenced Picasso's work a lot.